Zack, ist wieder Freitag. Was lag die Woche so im Rathaus an? Das Thema Energie hat sich so durch die ganze Woche durchgezogen. Das Bauamt steckt mit externen Spezialisten zurzeit sehr viel Energie in ein möglichst effizientes Freibad. Wir wollen frei von Primärenergie werden und möglichst CO2-neutral, damit die Energiekosten eben niedrig bleiben. Das wird gerade berechnet. Und wir hatten einen Termin im Energieeffizienznetzwerk, das die UZ Mainfranken für uns betreut. Wir möchten in Volkach gern eine Bürgerenergieanlage gründen, dass wir auch sagen können, dass wir unsere eigene Energie verstärkt produzieren. Dann gab es einen Termin mit der Kläranlage Volkach. Dort wird in Kürze auch eine große PV-Anlage gebaut, damit wir hier auch mehr solare Energie nutzen vor Ort für unsere Kläranlage. Dann hatte ich einen Termin im Hofgut Oettershausen mit dem Denkmalschutz, wo wir als Stadt, das ist unsere Gemarkung, auch mit betroffen sind. Und ich hatte sehr viel Energie am Donnerstag in den EORAN reingesteckt. Wir waren von der Stadt auch mit einem Dutzend Leute aktiv dabei, ich auch. Und heute ging es auch um nachwachsende Energie. Wir waren im Wald mit dem Förster. Wir hatten eine Waldbegehung mit dem Stadtratsgremium. Und dort wurden wir mal an verschiedenen Orten hingeführt, um die Naturverjüngung anzuschauen. Da ging es auch mal um das Thema Hackschnitzel und um nachwachsende Rohstoffe, um unseren Klimafreund Wald. Und jetzt wünsche ich euch noch ein schönes, energievolles Wochenende.